Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier in Ladung Packs auf Mana ja sehr, sehr viele aufgehoben. Sind ja jetzt die drei Stürmer zu ziehen, aber mir ist wichtig, dass man auch theoretisch noch einen Bane ziehen kann. Von der Abwehr wird wahrscheinlich, die werden ja wahrscheinlich eh nicht so teuer. Ich habe ja auch sehr, sehr viele, gerade von diesen 81er Plus Sets. Also wenn wir ja irgendwas Gutes ziehen, gehe ich mal von aus. Wir haben natürlich auch hier ein paar La Liga Sets, mit so einem werden wir anfangen. Wäre natürlich nice, wenn da ein Krake rauskäme. Fang einfach mal mit dem ersten an. Schauen wir mal, was da kommt. Direkt ein Leinwand ist natürlich so gut. Und direkt ein Info am Bay. Na, das wäre es natürlich direkt gewesen. Direkt ein Bail zum Start. Ich wusste gar nicht, dass es noch einen anderen gibt. Aber ist okay, das Pack. Also, so ein Pack hat halt 10k gekostet. Aber ein Info kostet halt auch Minimum 10k. Der Lüfeo noch, ja, ist okay, Rest im Verein. Hier stoßen wir ab, aber war schon okay fürs erste Set, also die war sind nicht so schlecht wahrscheinlich. Was habe ich hier noch? Ich habe hier auch noch ein paar von League Or. Neymar ist da nicht gekommen, deswegen das ist es schade, können wir natürlich trotzdem aufmachen, vielleicht haben wir trotzdem Neymar drin. Hier leider nichts Gutes drin. Ja, kann man trotzdem irgendwann mal abgeben. Boah, sehr schlechtes Pack, 76er, also 80er oder so kann man eigentlich immer erwarten, okay. Nun, ja, ist okay. Machen wir mal eins von denen hier, also die müssen auf jeden Fall ballern, von denen haben wir sehr, sehr viele. Es sind auch ein paar tauschbare dabei, weil ich habe da drei Stück von EA bekommen. Wir bekommen hier ein Leinwand, auf jeden Fall sehr gut, bitte was Gutes EA. Frankreich, ZDM, Schneiderlin, okay, ja, 83er, wie gesagt, die nehme ich gerne mit. Auch wenn so ein Paket auch 10.000 kostet. Rafinha noch, ist es ein tauschbares? Ne, also wir haben ja wie gesagt drei tauschbare. Ich weiß nicht, wo die sind, ob sie ganz vorne sind oder ganz hinten. Werden wir ja sehen. Ich werde alle Packs auf jeden Fall aufmachen. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier kein BPL-Ding gemacht? Ich dachte, ich hätte einen welche von der BPL auch gemacht. Also Kane können wir da wahrscheinlich nicht ziehen. Ja, Liga, Serie haben wir noch eins. Wie gesagt, die werde ich aufmachen. Ja, wieder Leinwand, also ja, die Packs sind gut, schade, dass die nicht mehr da sind. Oh, oh, Brasilien, hätte auch Thiago Silva oder Neymar sein können. Ja, Dani Alves, wenn er kommt, wie gesagt, hätten wir wahrscheinlich dann eh nicht gezogen in dem Pack. So. Marcelo noch. Auf die Transferliste den Kollegen, können wir mal gucken, ob wir überhaupt SBCs gekommen sind, aber ich glaube nicht. Weiß gar nicht, ob die dazu irgendwas raushauen. Oh, doch, haben irgendwas rausgehauen. Wir haben wieder dieses BPL-Zeug rausgehauen, okay. Ja, okay, dann ist es ja egal. Aber dann werde ich auf jeden Fall da noch eine Ladung machen. Und die haben sie auch wieder rausgehauen, okay. Ja, okay. Dann haben sie die Sets wiedergebracht. Ja, dann ist ja egal, habe ich gar nicht gesehen. Aber die haben dieselben Sets wiedergebracht. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein paar machen. Dann können wir die auf jeden Fall jetzt alle runterziehen. Natürlich, dass die hier was gönnen. Wieder in Leinwand. Sehr stabil hier. Komm, gönnt mir bitte was Großartiges. Brasilien. Miranda, okay, ist gut für eine SPC. Also 86er, Miranda. Kein Walkout, okay. Aber nehmen wir mit, ist okay. 86er, bester bis jetzt. Also die Packs sind gut, die kann ich euch empfehlen, wenn ihr Ladung Coins überhaupt, macht die auf jeden Fall. So, Skrittle können wir abstoßen. So, auf jeden Fall. Ja, dann ist ja egal, La Liga Set, da werde ich auf jeden Fall noch ein paar dann machen, gerade um einen Bail zu kriegen. Die Chance ist natürlich da, dass man ihn zieht. So, wir haben leider wieder keinen Schlitz. Ah, sehr viele Doppelte jetzt. Aber die Coins da nehme ich gerne mit, wenn ich die abstoßen kann. Oder auf die Transferliste besser gesagt. Muss man dann nicht unnötig abstoßen, ist okay. Ah, der ist untauschbar, ist egal, es wären eh nur 100 Münzen, wenn man abgestoßen hätten. Nächste Paket, seltener 2 Spieler Set, 81er Plus, Cormier. Wieder, also die sind gut. Komm, England. Ellie habe ich leider schon. Ach nee, der war doch in Form. Den muss ich leider abstoßen.
Ja, und Skrittel haben wir auch gerade eben bekommen. Beide darf ich abstoßen. Nice. Ah, Elli werde ich auf jeden Fall demnächst mal abgeben, dass ich den nicht nochmal ziehen kann. La Liga Set, komm, nächste La Liga Setchen. Haben wir insgesamt noch drei Stück, da werde ich auf jeden Fall nochmal ein paar machen. Leinwand, komm. Spanier, Torwart, ja. Gibt es glaube ich gar nichts Gutes, Torwart Spanien aus der Liga. Okay, ich meine nicht so viel Doppelte, ist okay. So, die Transferliste. Und den auch auf die Transferliste. Perfekt. Nächste von denen hier. Zwei seltene Spieler-Set. Hab ich einen guten Spieler, so also einen richtigen Fick-Spieler, aber das war leider nix, das Pack. Aber es ist, glaube ich, das erste, wo wir hier keinen Leinwand bekommen. Ein Rooney und ein Benter. Naja. Ja, die kann ich alle auch wieder für die Challenge abgeben. So ein Rooney oder ein Bender. Jetzt haben wir hier noch Calcio A, haben wir auch ein Set. Machen wir aber natürlich auch mal auf. Kein, schade. Egal, kann ja nicht immer einer drin sein. Da wird schon noch was kommen. Bin ich mir relativ sicher. Den können wir auf jeden Fall wieder mitnehmen. Die könnt ihr ja dann, also wenn ihr diese Sets macht, gebt die einfach die unseltenen einfach in den normalen Gold-Upgrade ab. Und dann könnt ihr die wieder in den 81er Plus-Teilen reinsetzen. Ihr zieht ja wahrscheinlich nicht 5, 6 Stück hintereinander. Ihr würdet die dann direkt wieder da reinsetzen. Aber das ist schade, dass wir jetzt hier keinen Leinwand bekommen. Weil wir bekommen hier nicht so viele Doppelte zum Glück. Wenn ihr natürlich da 10, 12 hintereinander macht, dann wird fast jeder doppelt sein mittlerweile dann. So, nächstes Set von denen hier. Sehr, sehr viele Münzen auf jeden Fall. Und hier wieder ein Leinwand. Komm, EA, macht nicht diesen, gönnt mal was. ZM, Fabregas, ja, nächster 86er. Das ist auch kein Walkout, okay. Ja. Aber ist okay, 86er ist okay, kann man abgeben für einen SPC. Da spart man sich ein bisschen was. Und De Rossi ein 83er, bestes Pack bis jetzt, also mal ganz okay das Pack. So, La Liga Set, letzte La Liga Set. Ja, mit dem ersten haben sie uns da natürlich stark getrollt, indem sie da den Inform gegeben haben, ich habe Bale bekommen. Ja, Bale bekommen. Hätte gern Bale bekommen, hab diesen Krüppel da bekommen in der Innenverteidigung. Die leider alle doppelt, ja. Egal. Wir haben jetzt noch 15 von denen hier, da muss noch ein Kracher kommen. Ob EA. Enttäuscht mich nicht. Ja, wieder ein Leinwand, natürlich. Wieder einen. Komm. Belka, MS, das ist Mertens, okay, sehr gut. Mertens, auch stabil, ist glaube ich gar nicht mehr so viel wert, aber auch wieder ein 86er, ist sogar ein Walkout. Auch den werde ich wahrscheinlich für eine SPC hergeben. Weil es eine nice Karte, 86er, drüben wir weiter, schauen wir mal, was noch drin ist. Noch ein 82er, okay. Also wie gesagt, die Packs sind nicht so schlecht. Aber Mertens vielleicht sogar tauschbar, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Kann ja sein, dass das die tauschbaren Versionen war. Sie weiß ich ja gar nicht. Schauen wir einfach mal schnell. Nee. Weil ich habe da auf jeden Fall drei, vier tauschbaren. Da war glaube ich noch keins dabei, wo tauschbar war bis jetzt. Also ja, schauen wir mal. Nächste Pack. Ah, keinen. Schade. Promis und Medell, 82, ja. Die ist nicht so schlecht, ist aber auch nicht gut. Also, ja. War das letzte Mal auf. Wieder an Leinwand kommen. Gönnt bitte was. EA Deutschland, Innenverteidiger. Höbeles, ja. Nehmen wir mit, ist nicht schlecht. Und noch ein Lichtdieterin, 2 von Juve. Ja. Ist okay, mich nicht beschweren. Nächste Paket. Und diesmal keinen. Also bis jetzt bin ich noch nicht so zufrieden, was wir bekommen haben. Kein gutes Pack. Aber wir haben ja noch 11 Stück. Also die waren schon mal besser. Puh, zwei Stück hintereinander, kein Einwand. Also. Boah, sehr, sehr schlecht. Also schlechter geht es ja gar nicht. 281, ja. Und nächste. EA gönnt bitte was. Ja, komm, jetzt was Gutes bitte. Bitte eine gute Nationalität. Rames bitte, ey. Immer Falcao. Immer Falcao, nie Rames.
Obwohl Rames ja auch nicht viel bringen würde. Aber wir werden immerhin 2 Punkte mehr. Komm, nächste Paket. Wieder Leinwand. Also, ja, man zieht hier schon in 80% der Dinger Leinwände. Komm, bitte. Na, oh, ich dachte schon wieder Fabregas, aber Cazorla ist okay. Und Ederson, okay. 2 3-Nacht-Scheiben, da sagt man nicht nein. 8 Stück haben wir noch, aber so ein richtiger Kracher fehlt noch. Also, yay, ein Kracher. Muss ich nicht nein sagen. Ja, das zähle ich nicht als Kracher, nur weil das Pack halber runterkracht und kein Schlitz drin ist. 2 2-Nacht-Scheiben. Komm, halb gute Dinge sind 3. Das dritte Pack. Komm. Ja, Leinwand. Jetzt bitte was Gutes, yay. Deutschland, ZM, Gündi, okay, Gündogan ist okay. Ja, immerhin, Gündogan. Ein 85er. Und ein Parejo, okay. Ist nicht so schlecht. Wir haben noch 6 Stück. Das ist das letzte Set, machen wir mal auf. Hobby, Daya und Ben Arfa, naja. 5 Stück haben wir noch. Wie gesagt, eins kostet halt 10.000. Ist halt schon viel, wenn ich mir überlege. Die waren jetzt nicht so gut. Ja, hier wieder kein. Also wahrscheinlich sehr runtergeschraubt. Ein Klein und ein Chivinco. Auch jetzt nicht so das Wahre wirklich. Nehmen wir nochmal das dritte. Komm hier, ey, einmal jetzt rein. Boah, also jetzt wird es langsam lächerlich, wenn da noch mehr so. Schon 2 1-8er wieder, alles klar. Komm, also bis jetzt bin ich absolut unzufrieden. Also wieder ein Leinwand. Komm, jetzt gönnt mal was. Bitte einen gescheiten Spieler. Ist doch nicht zu viel verlangt. Bitte neuer. Ey. Ach, Fährmann, aber wie gesagt, das bringt halt niemals das raus, was ich da für ein Pack zahle. Im Endeffekt. Wir haben noch 2 Stück. Aber klar, wenn man das dann abgibt, ist man dann selber schuld, wenn man da nichts Besseres zurückbekommt. Ja, wenn man dann so eine Scheiße hier bekommt, auf gut Deutsch gesagt. Also die waren schon besser, die Sets. Hier wieder doppelt, also waren schon besser. Also die wurden mittlerweile schlechter auf jeden Fall. Wir haben 20 Stück gehabt und da waren schon so 7 oder so nicht mit Schlitz. Also ja, die waren wie gesagt schon besser. Ich habe schon mal aus 15, wo ich das Video schon mal hochgeladen hatte, aus 15, ich glaube 13 Schlitze gehabt oder so, ein richtiger Kracher, ihr habt es ja gesehen, damals mit De Gea und so weiter. Und jetzt hier das letzte Pack, wir schauen mal, was wir jetzt hier bekommen. Also ein Leinwand muss auf jeden Fall am Start sein. Ja, Denkt sich EA wahrscheinlich nicht so. Denken wahrscheinlich, komm, fliegen wir nochmal hinten rein. Ja, eins werde ich nochmal schnell machen. Und dann, ja, wird es das mit diesem Video gewesen sein. Was kriegt man hier eigentlich? Das muss man hier abgeben. Was ist denn das hier für ein Set? Werde ich wahrscheinlich die Tage auch machen. Das ist wirklich nur ein kleiner Werbe. Weiß nicht, ob ich das machen werde. So. Ein 8er Plus. Machen wir da noch eins schnell. Wir haben ja sehr, sehr viele Untauschbare jetzt. Ja. Nehmen wir natürlich erstmal die ganzen glänzenden. Wollen natürlich die glänzenden. Ja, natürlich. So. Zack, zack, zack. Da kann man natürlich auch eine Ladung normale Gold-Upgrades machen aus diesen, wo ich hier habe. Also da geht schon noch einiges. Also werden wir schon den ein oder anderen Spieler noch hinbekommen. So. Nur gucken, dass wir die Chemie hinbekommen. Haben wir. Tschüss. Weg damit. Na, schauen wir mal, was wir jetzt hier aus dem letzten Set bekommen. Also bitte ein Schlitzi, ey. Na, komm. Enttäusch mich bitte nicht. Also, ja, okay. Ja, Freunde, ihr seht, ich habe heute kein Glück gehabt. Ja, wieder ein Dortmunder und 2 81er. Ja, passt einfach zusammen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Freunde. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.